So, herzlich willkommen zur nächsten Vorlesung Informationssysteme, wo wir heute ein sehr anspruchsvolles Thema bearbeiten werden. Wir werden uns heute neben den Übungsaufgaben zur SQL noch mit dem Thema der Normalisierung beschäftigen. Aus der Vergangenheit weiß ich, dass das ein Themenkomplex ist, der insbesondere für Wirtschaftswissenschaftler besonders herausfordernd ist, und demzufolge werden wir auch genau zu diesem Thema eine ganze Reihe von Übungsaufgaben auch noch anbieten. Insbesondere natürlich auch in der Fragestunde nächste Woche Donnerstag wird der Christian Drumm auch das Thema der Normalisierung nochmal intensiv nochmal besprechen. Wir haben beim letzten Mal uns SQL angeschaut. Sie erinnern sich, SQL ist eine Sprache, mit der wir die Möglichkeit haben, an diverse Datenbankmanagementsysteme heranzutreten und damit auch die Datenbanken, die über diese Datenbankmanagementsysteme zur Verfügung gestellt werden, zu verarbeiten bzw. auf diese Daten zuzugreifen und diese Daten auch zu verändern. Wir haben beim letzten Mal schon mit dem SQL Lite Datenbankbrowser gearbeitet und die Bitte war auch schon beim vorletzten Mal, sich diesen Datenbankbrowser zu installieren und sich auf Elias die Datenbanken entsprechend anzuschauen. Sie erinnern sich vielleicht noch beim letzten Mal, da ist es mir schwer gefallen, eine Zeile zu löschen, einen Datensatz quasi aus dieser Datenbank zu löschen. Und die Antwort hier ist ganz einfach, es war ein Definitionsfehler innerhalb der Datenbank. Das heißt, die Tabellen sind an der Stelle falsch verknüpft gewesen. Ich will Ihnen das einmal ganz kurz zeigen, damit Sie die Auswirkungen von fehlerhafter Datenbankplanung, so kann man es eigentlich beschreiben, auch direkt mal mitbekommen, live am Beispiel jetzt dieser Tabelle der Bücher. Schauen wir uns dafür einmal nochmal die Definition der Datenbank an. Sie sehen hier, hier sind wir, genau, Sie sehen hier die Autoren, Sie sehen die Book-Genre-Tabelle. Und was passiert ist in der alten Version, hier habe ich schon die aktualisierte Version, wenn ich mir die Tabelle hier einmal anschaue, dann sehen Sie hier das Attribut Book-ID. Ja, das Attribut Book-ID, also die Spalte, die Tabellenspalte Buch-ID. Und wenn man sich nochmal das ER-Modell hier vergegenwärtigt, das ist eine M-zu-N-Beziehung. Also es geht hier bei Book-Genre darum, dass ein Buch mehrere Genres haben kann. Und umgekehrt, ein Genre kann natürlich von mehreren Büchern verwendet werden. Und wenn Sie jetzt mal diese Zeile sich anschauen hier, das ist die Definition der Tabelle, und dann hier ganz ans Ende gehen, dann sehen Sie, dass hier bei mir steht, dass es einen Fremdschlüssel gibt, und zwar auf die Buch-ID. Ja, das heißt also Books und Book-ID wird hier referenziert. Das heißt also ein Fremdschlüsselverweis auf die Buch-ID. Und genau da an dieser Stelle stand in der alten Version die Autoren-ID. Das heißt, ich habe von der Buch-ID auf die Autoren-ID in der Tabelle der Bücher verwiesen. Und das kann nicht gut gehen, das kann einfach nicht funktionieren, weshalb ich dann beim Löschen der Datensätze auch eine Fehlermeldung bekommen habe. Das Ganze muss ich natürlich für die Autoren auch noch einmal machen, also auch die Autoren verweisen natürlich auf die Autoren-ID als Fremdschlüssel, den wir hier zur Verfügung stellen, und damit ist auch das Thema hier erledigt. Okay. So, jetzt schauen wir uns einmal die Übungsaufgaben an, die Sie ja alle mit dieser Tabelle oder mit diesen Daten hier durchführen sollten. Und dafür springe ich einmal direkt in die Übungsaufgaben herein. Also, wir haben uns den SQL Lite Browser installiert, entweder auf Englisch oder auf Deutsch, beziehungsweise für Macs und für Windows. Einmal installiert und ganz wichtig, die neue Book 004 oder 04 Datenbank, die sollen Sie bitte einmal hier öffnen. Ja, das heißt also die Books 04, ich habe sie aktualisiert auf Elias, die bitte die aktuelle von heute, ich glaube heute Mittag um 11 Uhr habe ich sie aktualisiert, die bitte einmal von Elias runterladen und dann verwenden, um die Übungen hier nachzubauen. Das ist das Datenbankmodell, womit wir uns beschäftigen. Das heißt, wir haben einmal die Tabelle Genre mit Name, Matrikelnummer und E-Mail als Attribute, eine Verknüpfung, eine M-zu-N-Verknüpfung mit der Tabelle der Bücher. Ja, das heißt also, ein Buch kann mehrere Genres enthalten, ein Genre wiederum kann in mehreren Büchern vorkommen.
Und die Büchertabelle hat die drei Attribute Autortitel und ISBN-Nummer. Und die Autorentabelle hat die drei Attribute Author-ID, Author-Name und Author-First-Name. Ja, und hier haben wir eine 1-zu-N-Verknüpfung. Das heißt, na, wenn wir das jetzt ins Relationsschema übertragen, in der Tabelle Bücher müsste ich ein weiteres Attribut haben, das dann auf die Tabelle der Autoren verweist. Also hier noch ein weiteres Attribut im Relationenschema, die Authors. Gucken wir uns das einmal an, ob das auch so stimmt. Ich gehe also in die Tabelle der Bücher rein. Na, wo bin ich? Da bin ich. Und ich sehe, ich habe ein Feld Author-ID. Ja, das geht hier an der Stelle direkt daraus hervor. Okay, so, dann schauen wir uns die erste Übungsaufgabe einmal an, was hier gemacht werden sollte. Ich habe auch hier wieder mein Chatfenster offen, das heißt also, sollten Sie zwischendrin Fragen haben, scheuen Sie sich nicht direkt in den Chat zu fragen. Vielleicht haben Sie es gestern schon mal ausprobiert und haben dann dazu Fragen, dann können wir die gerne jetzt sofort auch im Chat hier klären. Erste Übungsaufgabe: Was ist das Ergebnis der folgenden SQL-Abfrage? Ah, okay. Select author name from authors, where author ID gleich A003. Also gehen wir einmal in die Tabelle rein. So, ich führe meinen SQL-Quelltext aus. Select Stern from, select Stern from authors. Where, ne? So, where Author ID ist gleich in Anführungszeichen, weil es sich um einen Textstring handelt. Ich glaube 001 war es. Ich muss mal gerade schauen. Wir hatten A003. Okay, dann muss ich nochmal hier wechseln. A003. Führe das einmal aus. Okay, und ich bekomme hier drei Attribute angezeigt. Bei Stern, Sie haben jetzt vielleicht gesehen, dass ich die Sternnotation verwendet habe. Wenn ich Select Stern ausführe, dann bekomme ich natürlich immer alle Attribute angezeigt, die es in dieser Tabelle gibt. Hier in der Aufgabenstellung wurde jetzt explizit nach dem Author Name gefragt, also nur das Attribut Autorname soll wiedergegeben werden. Ja, das kann ich hier natürlich nochmal korrigieren. Das heißt, also ich gehe nochmal in das Select Statement rein. Und ändere das nochmal zum Author Name ab. Sie sehen, bei Stern bekomme ich diese drei Ausgaben, also alle Attribute, die es gibt, werden mir zurückgegeben. Und wenn ich eben Author Name verwende, dann bekomme ich nur noch ein einziges Attribut oder einen Attributwert zurückgegeben, nämlich den Author Name. Okay. Kurzer Blick in den Chat. Es gibt keine Fragen dazu. Dann würde ich mit der nächsten Aufgabe weitermachen. Übung 2, Selektion von Büchern. Was ist das Ergebnis der folgenden SQL-Abfrage? Also, select title und copies from books, where author ID gleich A003. Okay, dann schauen wir auch hier mal. Select title und copies sold von der Tabelle der Bücher. Title, Komma, Copies sold from Books aus der Tabelle der Bücher. Und die Autor-ID bleibt gleich. Ah, da haben wir hier das Ergebnis. Also eine ganze Reihe von Büchern. Offensichtlich handelt es sich um Tolkien. Das heißt also, wir haben hier eine, Quatsch, nicht Tolkien, na, die Autorin von Harry Potter. Und da sind natürlich eine ganze Reihe von Büchern hier in der Datenbank drin. Rowling, der Name ist mir eben nicht eingefallen, genau. Genau, das heißt, ich bekomme hier die Titel und die Spalte Copies Sold angezeigt, und zwar überall dort, wo der Autor gleich A003 ist, also Rowling der Autor ist. Dann schauen wir uns die dritte Übung an. Was ist das Ergebnis folgender SQL-Frage? Hier arbeiten wir jetzt einmal mit dem Sternoperator. Ah, da habe ich Ihnen eben auch schon etwas zu erzählt. Das heißt, es werden alle Spalten ausgegeben, aber wir sehen auch etwas Neues. Und zwar sehen wir hier den Like-Operator. Ah, das sehen wir hier. Like haben wir bisher noch nicht besprochen. Das ist ein neues Keyword, was Sie
kennen sollten. Der Like-Operator sagt aus, dass es hier um eine Ähnlichkeit geht. Das bedeutet, irgendwo im Rahmen dieser Zeichenkette, Like kann ich immer nur verwenden bei Zeichenketten, muss die Buchstabenkombination Fiction vorkommen. Also es kann sein, dass da irgendwas passiert, also irgendwelche Wortfolgen kommen oder entsprechende Zeichenfolgen. Dann kommt Fiction, dann kommen wieder weitere Zeichenfolgen oder Fiction steht am Ende oder Fiction steht am Anfang. Also alles, wo irgendwo Fiction drin vorkommt, das findet man mit dem Like-Operator. Also probieren wir auch das einmal aus. Also Select Stern from Books. So. Und jetzt haben wir Where Genre. Muss ich gerade mal gucken. Achso, jetzt können wir gerade noch einmal reingucken. Ich bin beim Genre. Das heißt, ich muss noch einmal zurück. So, das heißt, ich gehe nicht in die Tabelle Bücher, sondern in die Tabelle Genre rein. Genau. So, Tabelle Genre wähle ich aus. Select Stern vom Genre. Und jetzt Where Genre. Dieses Mal ist es das Attribut, nicht mehr die Tabelle. Und dann Like in Anführungszeichen Fiction. Das kriegen wir heraus. Ja, wir kriegen hier heraus, dass es nur genau einen Datensatz hier an der Stelle gibt, den der Treffer ist. Warum kriegen wir hier nur einen heraus? Weil wir dem System nicht mitgeteilt haben, an welcher Stelle quasi Ersatzzeichen stehen dürfen. Ja? Wenn ich sage Like Fiction, dann heißt das immer so viel wie kontrolliere, ob genau dieser Punkt an der Stelle, also genau diese Zeichenkette auch in dem Attribut drin vorkommt. Was hier entscheidend ist, sind die Zeichen, um deutlich zu machen, an welcher Stelle können denn Zeichen ersetzt werden. Also Beispiel, wenn ich jetzt Fiction.Children Literature habe, ja, dann muss ich dem System hier mit dem Like-Operator auch mitteilen, an welcher Stelle sollen denn Zeichen ersetzt werden. Also nach Fiction oder vor Fiction. Das haben wir hier noch nicht gemacht, deswegen bekomme ich hier nur die Treffer, wo genau Fiction steht. Und zwar nichts anderes, sondern einfach nur Fiction. Das ist jetzt einer der Folgeübungen. Denn wenn wir jetzt dieses Prozentzeichen mitnehmen, ja, Übung 3.2, dann sage ich dem System tatsächlich genau, dass hier an dieser Stelle Zeichen ersetzt werden sollen. Das heißt, Fiction muss in dem Zeichenstring vorkommen und das Prozentzeichen sagt aus, dass alles, was danach kommt, egal ist. Ja, das kann ich auch umgekehrt machen. Ich könnte auch erst sagen Prozent Fiction, dann würde es heißen, irgendwas kommt vorher, dann kommt Fiction und auch das wäre hier ein Treffer. Probieren wir das mal aus. Also Fiction und danach das Prozentzeichen, Wildcard auch genannt. Und jetzt sehen wir, dass hier eben deutlich mehr Treffer auch mit dabei sind. Ja? Ich könnte auch das Ganze andersherum machen. Zum Beispiel könnte ich auch sagen, ich suche mal nach allem, wo irgendwie Children in der Mitte drin vorkommt. Na, da würde ich sagen Wildcard, Children und wieder Wildcard, das ist Prozentzeichen, das zeichne ich auch als Wildcard, also als Parameter, um anzugeben, welche Zeichen ersetzt werden. Das heißt, das bedeutet in diesem Fall, es kann in der Zeichenkette irgendetwas drin sein, dann kommt Children und dann kann wieder irgendetwas drin sein. Gucken wir mal, was das als Ergebnis bringt. Ah, ich kriege genau zwei Treffer. Fiction, Children's Fiction und ich kriege einmal Fiction, Children's Literature. Ja, das heißt also, mit dem Wildcard kann ich und dem Like-Operator, das gehört immer zusammen, also Like und Wildcard wird immer zusammen verwendet, mit diesem Operator kann ich eben noch unspezifischer suchen und eine Ähnlichkeitssuche letztlich durchführen. Okay, Übung 4, komplexe Selektion von Buch- und Autordaten. Ich gucke mal gerade in den Chat nochmal rein, ob da irgendeine Frage gekommen ist. Ja, da gibt es zwei Fragen. Ich hätte zwei Fragen zu Übung 8.1. Ah, da sind wir jetzt noch gar nicht, das kommt erst noch. Ich behalte die Frage mal im Hinterkopf. Gleich, wenn wir bei Übung 8 sind, dann gucken wir uns das nochmal genau an. Jetzt erstmal Übung 4. Select title from books authors, where author name gleich Tolkien and author's ID gleich books author's ID. Ja, was kommt denn dabei
letztlich heraus. Man sieht hier schon, es geht hier um eine Primär- und Fremdschlüsselverbindung. Zwei Tabellen sind hiermit involviert und der Primärschlüssel und der Fremdschlüssel werden hier zusammengebracht, nämlich von dem Autor oder von den Autoren und den entsprechenden Büchern. Und selektiert werden soll nur der Titel. Ich will also alle Titel mitbekommen von dem Autor Tolkien, alles, was Tolkien quasi geschrieben hat an Titeln. Das möchte ich hier herausbekommen. Schauen wir uns das einmal an. Also Select Title. From. Jetzt habe ich zwei Tabellen, die involviert werden, nämlich Authors und ich habe die Tabelle der Bücher. Ja. So, und jetzt habe ich ein Where-Statement. Erstmal der Author-Name soll Tolkien sein. Tolkien, ja, das K fehlt noch, so. And, es gibt eine zweite Bedingung, nämlich die Primär- und Fremdschlüsselverbindung zwischen diesen beiden Tabellen. Weil der Titel steht ja in der Tabelle der Bücher, der Autor-Nachname aber in der Tabelle der Autoren. Ja? Das heißt, ich habe hier eine And-Beziehung. Kann man groß oder klein schreiben, ich habe es jetzt mal groß geschrieben. Author-ID ist gleich Books.Author-ID. Und jetzt mache ich es mal genau. Also Author.Author-ID. Author-ID. Passt. Ja, genau, das haben wir. Das heißt, hier habe ich die Primär- und Fremdschlüsselbeziehung. Hiermit gebe ich aus, dass ich nur die Datensätze haben möchte, wo der Nachname gleich Tolkien ist. Und hier eben die beiden Tabellen, Tabelle Authors, Tabelle Books. Und was soll angezeigt werden? Es soll nur der Titel angezeigt werden. Schauen wir uns das einmal an. Es funktioniert. Zwei Ausgaben, nur die Spalte Titel, weil auch nur die hier oben im Select Statement drin ist. Und genau zwei Bücher, The Lord of the Rings und The Hobbit. Ja, können wir auch nochmal gegenprüfen. Ich gehe mal in die Tabelle direkt rein, die Tabelle der Bücher. Also A001 ist mein Schlüssel hier. Dann gucke ich mal in die Tabelle der Bücher rein. Wo haben wir A001? A001 ist einmal bei The Lord of the Rings und einmal bei The Hobbit. Das sieht man hier. Ich kann nochmal filtern. 1, da sieht man genau diese beiden Bücher, werden vom Autor mit der ID A001 geschrieben. Okay, schauen wir uns die nächste Übungsaufgabe an. Hier auch nochmal das Datenmodell daneben. Selektion von Büchern eines bestimmten Genres. Ja, das ist das, was ich hier an der Stelle einmal üben möchte mit Ihnen gemeinsam. Herauskommen soll, dass der Titel und das Genre eines Buches. Und entscheidend ist hier, dass wir eine M-zu-N-Beziehung haben. M-zu-N-Beziehung im Relationenmodell bedeutet ja immer, ich habe eine eigenständige Tabelle zur Abbildung, um diese M-zu-N-Beziehung abzubilden. Genau das ist auch in unserem Datenmodell oder in unserer Datenbank der Fall. Ich habe nämlich eine eigene Tabelle, die Bücher und Genres zusammenbringt. Die Books-Genre-Tabelle oder Book-Genre-Tabelle. Das heißt, ich habe drei Tabellen. Die Büchertabelle, die Genre-Tabelle und die Tabelle, die die M-zu-N-Beziehung abbildet, die Book-Genre-Tabelle. Und dann sage ich hier, where das Genre like Fiction. Also ich will offensichtlich alle Bücher haben, alle Titel und Genres, wo ich irgendwas mit Fiction drin habe. Und hier dann nochmal die entsprechenden Primär- und Fremdschlüsselbeziehungen. Einmal der Fremdschlüsselbezug zwischen der Genre- und Book-Genre-Tabelle, also quasi dieser Sprung hier im Datenmodell, wenn man so will, und einmal der weitere nächste Sprung von der M-zu-N-Relation zur Tabelle der Bücher. Das wäre genau hier Book-Genre-Book-ID gleich Books.Book-ID. Ja? Probieren wir das mal aus, wie das funktioniert. Dazu gehe ich wieder in den SQL-Datenbank-Browser herein. Und ich will Titel und Genre haben letztlich. Ne? Aus der Tabelle der Bücher, aus der Tabelle der Genres und aus der Tabelle der M-zu-N-Beziehung. Das ist die Book-Genre-Tabelle. Das heißt, ich habe drei Tabellen, die ich hier berücksichtigen muss. Where, die Bedingung war ja ein Like-Operator, also where Genre, ja,
Punktgenre, da machen wir es nochmal ganz eindeutig. Also das Attributgenre aus der Tabelle Genre. Ja, und jetzt haben wir den Like-Operator. Like. Und gewählt war ja Fiction. Und danach kann, davor kann, glaube ich, irgendwas kommen. Ne? So war das, glaube ich. Ja, das ist eine Aufgabenstellung. Genau, Fiction. Ja, hier sieht man es nochmal. Fiction. Und danach das Wildcard. Das heißt, es kann erst, muss Fiction drin vorkommen und erst danach im Anschluss dann kann irgendetwas anderes kommen. Also Fiction. Ja, genau. Also Prozent Wildcard und dann das Fiction. Okay, jetzt brauchen wir die Verknüpfungen. Da wird es natürlich spannend, weil wir jetzt drei Tabellen haben, die wir miteinander in Verbindung bringen müssen. Wir fangen an bei der Genre-Tabelle. Also Genre, ich musste mir den Primärschlüssel hier aussuchen. Das ist die Genre-ID und die verknüpfe ich. Die Genre-ID, ja, passt, mit der Tabelle Book-Genre. Ja, also Book-Genre, Punkt, Genre. ID. Ja, da habe ich die erste Verknüpfung zwischen der Tabelle Genre und der Tabelle Book-Genre, also der M-zu-N-Relation. Es gibt eine zweite Verknüpfung, nämlich aus der Tabelle Book-Genre. Punkt. Jetzt muss ich die Buch-ID nehmen, weil das ist ja mein Fremdschlüssel, um an die Tabelle der Bücher dran zu kommen. Ist gleich Book. Books. Books.book-ID. So, und damit hätten wir die Verknüpfung. Also wir sind von der Tabelle Genre auf die Tabelle Books-Genre gesprungen. Wir sind von der Tabelle Books-Genre auf die Tabelle der Bücher gesprungen. Und wir wollen uns den Titel und das entsprechende Genre anzeigen lassen. Und dann gucken wir mal, was da passiert. Jawohl, das sieht gut aus. Ja, 11 Zeilen, die hier wiedergegeben werden, die irgendwo am Anfang Fiction irgendwas stehen haben durch das Wildcard und dann irgendwann Fiction im Text drin vorkommt. Ja? Gut, dazu gibt es keine Fragen, sehe ich gerade. Dann würde ich auch hier einmal weitermachen wollen. Formulierung von SQL-Statements. Formulieren Sie die SQL-Abfrage, um folgende Fragestellung zu beantworten. Das heißt, die Frage kam beim letzten Mal, glaube ich, auch, wie wird das in der Klausur abgefragt? Beide Richtungen sind potenziell auch für Fragestellungen geeignet. Also entweder wir geben Ihnen die Frage vor und Sie müssen uns das SQL-Statement präsentieren oder genau der umgekehrte Weg, wir geben Ihnen das SQL-Statement vor und Sie müssen interpretieren, was macht denn dieses SQL-Statement, was kommt am Ende dabei heraus. Also, welche Autoren haben Bücher geschrieben? Dann muss ich mir erstmal überlegen, okay, wann hat denn ein Autor eigentlich Bücher geschrieben? Nun, grundsätzlich kann ich ja in der Tabelle der Autoren Autoren drin haben, die noch keine Bücher geschrieben haben. Wann hat ein Autor keine Bücher geschrieben? Ein Autor hat dann keine Bücher geschrieben, wenn er in der Tabelle der Bücher nicht referenziert wird. Das heißt, wenn ich keinen Fremdschlüsselverweis habe auf die Autoren-ID. Ja, das heißt, wir müssen gucken, wo gibt es Autoren, die in der Büchertabelle nicht referenziert werden. Das ist quasi übertragen, beziehungsweise die referenziert werden, so rum. Also das ist quasi übertragen die Anfrage, die wir haben. Wir wollen ja die Autoren haben, die Bücher geschrieben haben und die Autoren, die keine Bücher geschrieben haben, die sollen in unserem Ergebnis letztlich nicht aufkommen. Jetzt wird hier nicht weiter spezifiziert, ob es der Autorname oder der Autor First Name oder beides zusammen ist. Ich gebe jetzt einfach die gesamte, den gesamten Nachnamen und den Vornamen aus, dann haben wir es an der Stelle komplett. Also, es geht darum, herauszufinden, wer hat Bücher geschrieben. Dazu wieder in unsere SQL-Tabelle rein, oder SQL-Datenbank rein. Und was wollen wir haben? Wir wollen die Author First Name und Author Name haben. Jetzt brauchen wir zwei Tabellen, weil wir ja die Büchertabelle verknüpfen müssen mit der Autorentabelle, um herauszubekommen, wer hat denn eigentlich alles Bücher geschrieben? Also aus der Tabelle der Bücher und aus der Tabelle der Autoren. So, und jetzt ist die Frage, was ist denn jetzt die Bedingung? Die Bedingung ist an der Stelle, where authors, authors.authorID, also die Autoren-ID, verknüpft wird mit der Büchertabelle. Also Books, da gibt es
ein Feld, das nennt sich Author-ID, das ist der Fremdschlüssel. Ja, das heißt, in diesem Attribut wird der Fremdschlüssel gehalten. Und hier sehe ich ja dran, wenn ein Autor in der Autortabelle enthalten ist, der keine Entsprechung hat in der Büchertabelle, wird er genau durch diese Bedingung hier rausselektiert. Das heißt, hier werden nur die Autoren mit berücksichtigt, die es auch tatsächlich geschafft haben, in der Autortabelle verlinkt zu werden über einen Fremdschlüssel. Wenn ich also einen Autor habe, der nicht in der Büchertabelle enthalten ist, kann ich davon ausgehen, dass er auch keine Bücher geschrieben hat. Umgekehrt, wenn er enthalten ist, hat er auch Bücher geschrieben. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Jawohl, das passt hier, das kommt hier, taucht hier an der Stelle auf. Aber man sieht, es gibt natürlich Autoren, die haben mehrere Bücher geschrieben. Das ist ja eine 1-zu-N-Beziehung. So taucht hier zum Beispiel Tolkien zweimal auf und Rowling taucht wahrscheinlich noch, man sieht es hier sehr, sehr oft auf. Und dafür haben wir beim letzten Mal auch ein Signalwort kennengelernt, um genau das auch rauszufiltern. Kurze Frage in die Runde, wer weiß, wie ich hier die Duplikate entfernen kann. Genau, sehr gut. Lippes hat hier genau die richtige Antwort gegeben. Vielen Dank. Genau, und Michael Insberg auch. Vielen Dank für den Hinweis. Distinct ist genau das richtige Signalwort, was ich hier brauche. Das heißt, wenn ich hier Select Distinct verwende, dann, richtig muss man schreiben, Distinct. Genau. Ja, dann erkennt, also man sieht auch schon direkt, das wird, verfärbt sich blau. Das heißt, das System, die SQL, das SQL-System weiß hier an der Stelle auch schon, okay, ist offensichtlich ein Signalwort. Und wenn ich jetzt Enter drücke, dann sieht man, dass jeder Autor auch nur noch einmal hier auftaucht. Ja, das heißt, jeder Autor wird hier nur noch einmal letztlich beschrieben. Okay, vielen Dank erstmal dafür, auch für die Rückmeldung. Und dann schauen wir uns mal die nächste Aufgabe einmal an. Übung 7, Formulierung von SQL-Anfragen. Tabelle Books und Tabelle Genre sind wieder die Ausgangsdaten, die wir hierfür brauchen. Und formuliert werden soll die SQL-Abfrage zu der Anfrage, zu welchem Genre gibt es auch Bücher? Ja, also zu welchem Genre wurden denn auch Bücher veröffentlicht? Und hier muss man sich halt auch vergegenwärtigen, dass es darum geht, um die Einträge, wir haben die M-zu-N-Relation zwischen Genre und zwischen Buch. Und letztlich kann man sagen, dass alle Genres, die auch in der M-zu-N-Relation auftauchen, natürlich auch letztlich ein Buch dazu veröffentlicht worden ist. Das heißt, ich muss hier mir nicht die Tabelle Bücher primär anschauen, sondern ich muss mir hier angucken, die Tabelle Books Genre und dann eben gucken, okay, gibt es hier eine Entsprechung, gibt es also eine Abbildung, wurde ein Genre in einer M-zu-N-Relation verwendet oder wurde ein Genre in einer M-zu-N-Relation nicht verwendet. Genau das probiere ich jetzt als nächstes einmal aus. Das heißt, ich will das Genre wissen, welches Genre wurde verwendet. Es wurde also nach dem Genre gefragt. Genre, ja, ich mache es mal noch ganz präzise und auch das Attribut kommt hier rein. Ja, machen wir erstmal ohne Distinct, um auch gleich nochmal die Wirkungsweise von Distinct kennenzulernen. Aus der Tabelle Genre, aber auch noch eine zweite Tabelle, nämlich Books Genre. So, und interessant ist jetzt die Primär- und Fremdschlüsselbeziehung. Ich muss jetzt gucken, dass aus der Tabelle Genre die Genre-ID in der Tabelle Bookgenre.genreid auftaucht. Ja, weil nur Bücher oder nur Genres, die letztlich auch in der M-zu-N-Relation drin sind, das sind die Bücher, das sind die Genres, die wir haben wollen, weil wir damit dann direkt wissen, okay, sobald in dieser M-zu-N-Relation ein Genre drin ist, dann gibt es offensichtlich auch ein Buch dazu. Ja, das ist genau die Logik dahinter. Führen wir das einmal aus, sehen wir hier die entsprechenden Genres, aber gleiches Problem wie eben, die Duplikate und lösen tun wir es mit Distinct. Achten wir mal hier auf die Zahl 3 und 4, Fiction Fantasy. Wenn ich Distinct verwende, dann verschwindet Fiction Fantasy.
Ja. Okay. So, dann schauen wir mal die Aufgabe 8. Dazu gab es eben auch schon Fragen, beziehungsweise zu 8.1. Tabelle der Bücher. Fügen Sie ein neues Buch in die Tabelle Books ein. Der Titel lautet Blackout, geschrieben vom Autor Dan Brown. Das Buch wurde 3 Millionen Mal verkauft. Okay, jetzt muss ich erstmal wissen, Dan Brown kann ich ja beim Autor hier nicht einfügen. Das geht ja nicht. Das heißt, ich müsste zunächst einmal schauen, welche ID hat denn eigentlich der Dan Brown in der Autorentabelle, um ihn hier auch konkret einfügen zu können. Ja? Also der Titel Blackout, den wollen wir jetzt hinzufügen. Dann gucken wir mal, was dort passiert. Erstmal grundsätzlich, wie füge ich neue Bücher hinzu? Das mache ich mit dem Insert Statement. Also Insert into, in welche Tabelle möchte ich was einfügen? In die Tabelle der Bücher. Und jetzt muss ich mit dem Values-Attribut, mit dem Values-Statement arbeiten, um hier die entsprechenden Werte einzugeben. Ja, ich kann jetzt hier erstmal sagen, okay, ich nehme eine ID, ein Buch hat eine ID, und im Anschluss daran der Titel. Titel sollte sein, ach genau, Blackout. So. Blackout ist der Titel. Und jetzt muss ich eben schauen, was für eine Autoren-ID hat denn Dan Brown? Achso, ich muss es, genau, das ist die Autoren-ID hier. Das heißt, ich muss in die Autorentabelle reingehen. Ich suche mir den Dan Brown. Da haben wir ihn. Das ist die Autoren-ID 10, also A-0, A-010. Das heißt, hier müsste ich dann auch A-010 als Schlüssel letztlich verwenden. Und dann brauchen wir noch die Angabe, wie viele Millionen Stück. 3 Millionen sollten verkauft werden. Das heißt, auch hier gebe ich dann die 3 Millionen ein. Ja, und so kriege ich dann letztlich genau dieses Statement hier an der Stelle hin. Okay, schauen wir mal, was passiert. Er gibt mir einen Fehler aus, und zwar, weil ich das T oben vergessen habe. Ja, ganz klar, das macht er natürlich, sobald ich ein Wort falsch sage, ein Signalwort vor allen Dingen, da wird es halt schwierig. Deswegen Insert into Books Values. Und jetzt müsste es passen. Jawohl, da ist die Query erfolgreich ausgeführt. Das heißt also, der Datensatz wurde geschrieben. Kontrollieren wir das einmal. Wir gehen in die Tabelle rein. Tabelle der Bücher. Nimm den Filter raus und gucke hier unten. Ah, ein neuer Datensatz mit der ID 100, Blackout A010 und 3 Millionen ist hier eingefügt worden. Dazu gucke ich jetzt mal in die Frage rein. Zwei Fragen zur Übung 8.1. Hier muss man ja zuerst die Autoren-ID suchen, korrekt, und diese dann bei Values einfügen, sodass man zwei Abfragen macht. Kann man dies auch in einer Abfrage verknüpfen? Ja, theoretisch kann man das machen. Man kann hier auch geschachtelte SQL-Statements verwenden. Allerdings haben wir das nicht gelernt und das machen wir auch im Rahmen dieser Vorlesung nicht. Das würde den Rahmen deutlich sprengen. Hier hätte es mir oder reicht es mir auch in der Klausur voll und ganz aus, wenn Sie die Autoren-ID heraussuchen aus der Tabelle der Autoren und diese dann in das SQL-Statement, so wie eben gezeigt, injizieren. Man kann mit verschachtelten SQL-Queries das Ganze auch vollautomatisieren, ohne diesen manuellen ersten Schritt in der Autorentabelle nachsuchen, ausführen zu müssen. Aber das ist definitiv advanced und das würde ich jetzt hier in dieser Vorlesung auch von Ihnen nicht erwarten. Ja, das heißt also, verschachtelte SQL-Anfragen, die wären eher was für eine spätere Vertiefung bzw. spätere Weiterarbeiten dann damit. Zweite Frage, gibt es auch die Möglichkeit, dass die Book-ID fortlaufend übernommen wird, ohne dass man eine genaue Zahl angibt? Ja, das gibt es auch. Dazu muss man sich allerdings die Eigenschaften anschauen, Eigenschaften der Tabelle selber. Das heißt also, ich gehe in die Tabelle der Bücher rein und muss hier gucken, dass die Tabelle selber, ja, speichern ist okay, dass die Tabelle selber hier die Primärschlüssel-Eigenschaft hat und selber natürlich auch die Eigenschaft mitgibt, dass hier hochgezählt werden kann. Also dass das hier eine Autonummer ist an der Stelle.
dann würde das tatsächlich funktionieren. Ich müsste dann allerdings auch noch die entsprechenden Attribute, also die Namen, die Bezeichnungen mit angeben. Ja, das kriege ich über das Set-Statement hin. Mal gerade gucken, Insert into Books. Set. Und zwar, was haben wir? Wir haben den Titel. Wir haben den Author, Author-ID und wir haben Copies sold. Genau. So, und dann kann ich hier mit Values arbeiten und dann habe ich eben nur diese drei hier. Und ich kann jetzt theoretisch gesehen das Ganze noch einmal einfügen. Ich mache aber mal Blackout 2. Und wenn diese Primär die Auto-Key-Eigenschaft hier gesetzt ist, dann müsste das auch funktionieren. Ich gucke mal, ob es klappt. Nee, es klappt nicht. Er hat hier den Syntax-Error erkannt. Bin mir nicht ganz sicher, ob man da noch eine Klammer drum machen muss. Müssen wir gerade mal ausprobieren. Nee, das kann ich Ihnen nachher nachliefern, nochmal im Nachgang, wie genau die Syntax dazu aussieht. Aber grundsätzlich ist das auf jeden Fall möglich, hier auch nur die Attribute anzugeben, ohne dann dabei hier den konkreten Primärschlüssel mit anzugeben. Das funktioniert auf jeden Fall auch. Reiche ich Ihnen nach. Bei der nächsten Stunde haben Sie dann da auch die Antwort drauf. So, dann haben wir eine weitere Frage. Löschen Sie alle Bücher des Autors Dan Brown? Okay, das ist interessant. Das heißt, ich brauche hier auch wieder die Autoren ID. Also welche ID hat der Dan Brown? Der hat die A010. Ja, ich gehe in die Datenbank wieder rein. So, die Lead from. So, das sollen alle Bücher von Dan Brown gelöscht werden, also die Lead from Books. Where, jetzt müssen wir nach der Autor-ID wiederum gucken. A-010 ist hier die Autoren-ID und das führen wir einmal aus. Er sagt dann Foreign Key Constraint hat er hier gefunden. Gerade noch mal gucken. Aber eigentlich funktionieren. Jetzt hat das optimal auch hier an der Stelle gelöscht. Ne? Also das heißt, dort, wo wir vorher die Bücher hatten mit dem Autor 0, also A010, also A010, da hat er hier an der Stelle diesen Datensatz jetzt auch herausgenommen. Ne? Das geht also über das Delete from Statement ganz gut. Okay, dann schauen wir weiter. Genau, da sind wir erstmal mit den Übungen für heute am Ende. Ich gucke nochmal gerade in den Chat, ob es dazu noch Fragen gibt. Erstmal nicht. Dann würde ich an der Stelle mit dem Thema Normalisierung beginnen, was meistens sehr erklärungsbedürftig ist und wo wir uns jetzt auch auf jeden Fall für Zeit nehmen, um das mit Ihnen gemeinsam durchzugehen, das Thema, und auch zu üben, logischerweise. So, Normalisierung. Wir haben vorletztes Semester das Skript hier an der Stelle umgeschrieben. Wir hatten vorher uns sehr stark darauf fokussiert, Ihnen nur beizubringen, wie man ja quasi von einer Normalform in die nächste Normalform transferiert, also Daten verändert, um sie in eine bestimmte Normalform zu bringen. Was das ist, da komme ich gleich noch drauf. Und wir haben festgestellt, dass sehr häufig der Sinn, warum man das eigentlich macht, nicht ganz rübergekommen ist. Das heißt, viele ihrer Kommilitonen aus den vergangenen Semestern, die haben das eher, ja, ich würde mal sagen, so intuitiv gemacht, beziehungsweise nach einem bestimmten Schema sind sie vorgegangen, ohne eigentlich wirklich zu verstehen, warum sie einen bestimmten Schritt durchführen. Und das haben wir jetzt verändert. Deswegen steht hier auch nicht mehr nur Normalisierung im Titel, sondern Normalisierung und
Datenbanken. Das heißt, wir zeigen Ihnen, und ich möchte Ihnen heute auf jeden Fall auch schon mal zeigen, wie man Normalisierung auch direkt in einer Datenbank verwendet und was es für Auswirkungen ganz konkret auf eine Datenbank hat, wenn ich Daten nicht normalisiert vorliegen habe. Um das nachvollziehen zu können, müssen Sie die Books-Datenbanken, die wir Ihnen in den Exercise-Ordner auf Elias hochgeladen haben, alle einmal runterladen und entsprechend ausprobieren. Sonst funktioniert das Beispiel natürlich nicht. Wir werden das hier online machen. Ich werde das hier mit Ihnen gemeinsam durchgehen. Aber Sie sollten, um das wirklich zu verinnerlichen, auch zu Hause einmal nachmachen können. Das heißt also dann mit den Bücherdatenbanken, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, direkt arbeiten. Also Normalisierung und Datenbanken ist das Thema der heutigen Stunde. Den ersten Teil kennen Sie, den SQL-Browser sollten Sie installiert haben bis hierher. Das heißt, den Datenbank-Browser, den Zugriff auf die Datenbank sollten Sie hiermit hinbekommen. Und die erste Übung ist es, sich die erste Datenbank, also die Books 01, herunterzuladen und die im Datenbank-Browser einmal zu analysieren. Und Frage hier ist, was fällt Ihnen an der Tabelle bzw. dem Inhalt auf? Feuer frei, auch hier wieder für Ihre Antworten. Was fällt Ihnen an der Struktur der Tabelle auf? Ich versuche mal parallel die Tabelle zu öffnen. Sie können das zu Hause machen oder haben es vielleicht sogar schon gemacht. Und hier ist interessant herauszubekommen, was Ihnen dabei denn auffällt. Ja, also ich bin im Datenbankbrowser drin, Datei durchsuchen. Hier sehe ich die Tabelle der Bücher. Was fällt Ihnen hier auf? Gibt es jemanden, dem dazu etwas auffällt? Schauen Sie sich vielleicht diesen Bereich hier einmal, an. Also die Harry Potter-Veröffentlichungen. Was ist hier auffällig? Ja, es kommt keiner drauf. Wir sehen hier sehr, sehr viele Datenredundanzen. Ja, das heißt, einzelne Elemente tauchen hier sehr, sehr oft auf. Also schauen Sie mal hier die Autoren zum Beispiel. Rowling taucht hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal hintereinander auf. Vielleicht sogar noch häufiger, wenn unten noch weitere Bücher von ihr sind. Der Vorname, genau das gleiche. Immer wieder der gleiche Vorname. Und hier auch Fiction Fantasy. Auch hier immer wieder das gleiche. Hier oben auch nochmal. Also wir haben enorm viele Wiederholungsgruppen. Zudem, was wir hier auch sehen, zwar in einer etwas abgemilderten Form, aber trotzdem sehen wir, dass, wenn ich mir jetzt hier mal das nach oben ziehe, dass hier sogar mehrere Genres in einer Datenzelle drin sind, als Wert gespeichert. Ja, also das Buch She von dem Autor Ridger Haggard hat letztlich 1, 2, 3, vier unterschiedliche, oder mindestens mal drei, wenn man Romance und Gothic zusammenpackt, dann sind es mindestens drei unterschiedliche Werte, die in einem Feld hier zusammengefasst werden. Ja? Und das ist natürlich problematisch, weil was passiert denn, wenn ich jetzt hier eines dieser Werte abändern möchte? Wenn ich zum Beispiel sagen möchte, dass Adventure jetzt nicht mehr Adventure heißt, sondern irgendwie sowas wie Fantasy Adventure oder irgendwie sowas, wenn die Kategorie anders heißen soll. Das ist problematisch. Dann müsste ich ja jedes einzelne Feld hier durchgehen und gucken, wo steht irgendwas mit Adventure und dann entsprechend eine Umbenennung hier durchführen. Das heißt, und wir sehen, wir haben jetzt hier gerade mal 59 Datensätze. Bei einer Datenbank mit 6 Millionen oder 60 Millionen Datensätze können Sie sich vorstellen, was das für ein Aufwand ist, da einmal durchzugehen. Selbst wenn Sie das automatisiert mit ich sage jetzt mal vereinfacht formuliert, Steuerung F und dann ersetzen, arbeiten, dann ist ein Datenbankmanagementsystem damit sehr, sehr lange beschäftigt, um so etwas zu machen. Außerdem sind die Datensätze dann auch gesperrt. Nochmal der Hinweis auf die Transaktion, während ein Datensatz gerade verarbeitet wird oder bearbeitet wird, kann er zeitgleich ja nicht von einem anderen System bearbeitet werden, sonst habe ich die Transaktionseigenschaften verloren. Ja, das heißt, das ist äußerst unschön.
Also wir haben Wiederholungsgruppen, wir haben Daten, die irgendwie nicht wirklich atomar sind, also die weiter zergliedert werden können. Und das Ganze ist natürlich sehr, sehr kompliziert. Und jetzt schauen wir uns mal an, was das bedeutet, wenn Daten in so einer Form hier vorliegen. Dazu gucken wir uns die zweite Übung einmal an. Öffnen Sie den Reiter Execute SQL, also in die Ausführung von SQL-Quelltext. Und dann schauen wir einfach mal rein, welche Daten enthält denn die Datenbank zum Buch mit der Buch-ID 6. Ja, das ist noch relativ einfach. Da können wir ein Select-Statement rausbauen und einfach nach der Book-ID 6 letztlich suchen. Also Select Stern from Books, where Book-ID ist gleich 6. Einmal ausführen und dann sehe ich hier das entsprechende Buch. Nächste Fragestellung, welche Bücher hat der Autor Tolkien geschrieben? Ja, da gehen wir wieder hier rein und suchen nach dem Autornamen. Könnte man jetzt tun, ne? Also Autornamen. Und hier sage ich jetzt Tolkien. Da kriege ich zwei Bücher, Lord of the Rings und The Hobbit. Relativ einfach, soweit noch relativ einfach. Welche Bücher gibt es im Genre Thriller? Das wird natürlich schon etwas schwieriger, weil wenn wir uns anschauen, das haben wir gerade bei dem Durchsuchen der Daten gesehen, hier bei diesem Genre, da kann ja irgendwie alles Mögliche drinstehen. Das ist ja ein Textfeld, da kann also ganz, ganz viel drin sein. Hier bietet es sich also auf jeden Fall mal an, mit dem Wildcard-Operator und dem Like-Operator zu arbeiten. Ja, das heißt also, hier würde ich jetzt nicht mehr sagen gleich Thriller, also where Genre gleich Thriller, sondern ich würde hier mit Like arbeiten und sagen, okay, irgendwo muss, nicht mit Stern, sondern mit dem Prozentzeichen, irgendwo zwischendrin muss Thriller vorkommen. Da kann vorne ein Textstring sein, dann Thriller und dann kann nachher wieder ein Textstring sein und dann habe ich eigentlich ganz gute Chancen, dass ich hier alles mitbekomme. Genau, und da sehen wir es nämlich auch schon. Also ich habe drei Bücher, die hier herauskommen und hier sehen wir auch schon das Problem. Mit einem Gleichheitsoperator kann ich hier gar nicht mehr arbeiten. Ich muss schon mit Like arbeiten, also mit einem Ähnlichkeitsoperator, um hier diese anderen beiden Treffer zu bekommen. Wenn ich, das können wir einfach mal ausprobieren, hier nicht mit Like arbeiten würde, sondern mit Gleich, ja, dann kriege ich eben nur einen einzigen Treffer, nämlich den Stieg Larsson hier. Ja, das heißt, ich bin hier schon gezwungen, weil die Daten irgendwie in einer komischen Form sind, irgendwie nicht so richtig packbar und greifbar sind, hier mit dem Like-Operator zu arbeiten. Sie erinnern sich vielleicht noch, wir haben jetzt eben mit der Books 04 gearbeitet, also mit der letzten Variante dieser Bücherdatenbank. Ich greife mal etwas vor, diese Daten sind schon normalisiert. Und da haben wir dieses Problem nicht. Da konnten wir immer mit Like arbeiten und wir brauchten mit dem Like-Operator normalerweise zumindest nicht arbeiten. Okay, schauen wir uns die nächste Aufgabe an. Ändern Sie das Genre aller Kinderbücher auf Children. Das ist schon ein größeres Problem. Wie schaffen wir das? Also wie kriegen wir es hin, erstmal alle Kinderbücher sauber zu identifizieren und das dann einfach auf Children zu verändern? Na, gucken wir uns erstmal die Daten noch einmal an. Wie sehen die aus? Wo haben wir denn sowas wie Children? Children, das Christian Literature. Da ist sowas wie Children's Literature. Aber hier steht auch Children's Fiction. Ganz komisch. Ja, also hier eine Ersetzung vorzunehmen, würde sehr aufwendig werden, weil ich muss jetzt hier mir direkt quasi den Datensatz schnappen und dann hier das entsprechende Genre verändern. Das ist nicht ganz einfach. Ja, das heißt, ich habe nur eine Chance. Ich muss separate Update-Statements machen, um hier diese einzelnen Fälle hier zu aktualisieren. Ja, also beispielsweise, ich greife mir den jetzt hier mal raus. Mal kopieren. So, wie aktualisiere ich mit Update? Ja. Update, die
Books-Tabelle. Das Attribut ist das Genre from Books. Und zwar, oh, das wollte ich noch nicht abschicken, where Entschuldigung, Update Books, ich bin noch bei einem anderen Statement gerade, Update Books. Und dann muss ich hier natürlich mit Z arbeiten, logischerweise. Und ich möchte das Genre updaten, also Set Books gleich Children, also Genre, das Attribut Genre gleich Children. Und zwar where, jetzt gehe ich mal über die Book ID. Oder where Genre like, so könnte man auch arbeiten, irgendwas mit Children. Ja, also wenn irgendwo irgendetwas mit Children drin steht, ja, dann soll er dieses Attribut hier aktualisieren. Jetzt will ich aber erstmal noch, bevor ich das ausführe, mit Ihnen auf die Daten gucken, damit Sie verstehen, was da passiert. Wenn wir, suchen wir uns nochmal so eine Kinderliteratur aus, also hier würde ja Children irgendwo in der Mitte drin stehen. Das heißt, dieser Datensatz würde gefunden werden. Aus diesem Attributwert, Fiction:Children's Literature, würde dann Children werden. Ist in Ordnung. Hier unten genauso, Fiction:Children's Fiction würde auch Children werden. Aber was würde denn passieren, wenn hier noch ein zweites Attribut drinstehen würde, also ein zweiter Wert, so wie wir das hier oben haben? Wir haben hier Fiction, Fantasy, Adventure und dann Romance and Gothic. Und wenn jetzt hier noch Children drinstehen würde, was würde denn dann passieren? Ja? Oder nehmen wir mal hier Detective. Ich verändere das mal. Und hier würde jetzt zwar ein zweites Genre, ne? Also Detective ist das eine Genre und Children ist das andere Genre. Und jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn ich das ausführe. Also Update Books, Set Genre gleich Children, also das Attribut Genre soll auf Children gesetzt werden. Ja? Where Genre like Children. So, gucken wir mal, was hier passiert. Das Ganze ist ausgeführt worden, es sind 4 Zeilen aktualisiert worden. Und jetzt schauen Sie mal, was hier oben passiert ist bei Detective. Da steht jetzt nur noch Children drin. Das heißt, der Wert für Detective ist hier verloren gegangen. Ja? Was schließen wir daraus? Wenn Daten nicht atomar sind, also in ihrer Form, in der kleinsten zerlegbaren Form abgelegt werden, dann kann man sie nur sehr, sehr schwer verändern. Nämlich eigentlich genau genommen nur manuell. Ja, das ist noch ein relativ einfaches Beispiel, mit dem wir uns hier beschäftigen. Stellen Sie sich immer vor, Sie haben mehrere Millionen Datensätze und müssten dort einzelne Änderungen vornehmen an einzelnen Attributwerten. Das wird wahnsinnig aufwendig. Und deswegen an der Stelle ein Riesenproblem mit der Aktualisierung einzelner Werte, wenn sie denn nicht atomar sind. Und da sind wir genau beim Thema der Normalisierung. Die Normalisierung konzentriert sich genau darauf, ist ein Verfahren, um Redundanzen zu verhindern oder zu vermeiden, Abhängigkeiten zu vermindern und letztlich die Integrität einer relationalen Datenbank zu gewährleisten. Ja, die Daten sollen, wenn sie normalisiert sind, sind sie sauberer, wenn man so will. Ja, je höher die Normalform, es gibt 3 Normalformen, die wir hier kennenlernen, es gibt auch noch weitere, aber 3, die wir hier in dieser Vorlesung kennenlernen werden. Und man kann sagen, je höher die Normalform, desto sauberer, entzerrter sind die Daten letztlich und desto einfacher kann ich sie analysieren und später auch verändern. Also desto einfacher kann ich mit diesen Daten auch arbeiten. Schauen wir uns dazu die erste Normalform einmal an. Es ist ein weiteres Beispiel, ganz wichtig zu verstehen. Wir haben einmal das Beispiel in der Datenbank und einmal das Beispiel, was wir hier nochmal auf den Folien durchführen. Das sind 2 unterschiedliche Beispiele. Sie sehen das auch an den Attributen. Wir reden hier über eine Büchertabelle, die von Autoren, also Bücher, die von Autoren geschrieben werden und Rezensenten, also Bücher, die von Rezensenten bewertet werden können und umgekehrt. Also ein Buch hat mehrere Rezensenten, ein Rezensent kann mehrere Bücher rezensieren bzw. bewerten. Und hier sieht man das gleiche Problem wie eben im Genre-Attribut. Wir haben mehrere Werte, ja, mehrere einzelne Werte in einer Zelle letztlich mit abgelegt. Die Daten sind also nicht atomar und wir haben sogenannte Wiederholungsgruppen. Ja, das heißt also, die gleichen Werte in einem Feld sind nicht atomar und es stehen mehrere Werte letztlich in einem Feld drin. Und die auch immer wieder. Ne, die wiederholen sich natürlich dann auch.
Wie kann ich das bereinigen? Ganz einfach, ich wiederhole die Zeilen so, dass pro Feld immer nur ein Wert besteht. Ja, also wir sehen hier am Beispiel der Rezensenten-Nummer, da waren vorher immer entsprechend mehrere Rezensenten drin, ja, so durch Kommata getrennt, und das ziehe ich auseinander und baue eine einzelne Zeile auf. Ja, das heißt also, das Buch der Zinkler wurde von zwei Rezensenten mit der Nummer 1 und mit der Nummer 2, Müller und Meyer, letztlich bewertet mit der Note 2 und 3. Ich ziehe also die Werte auseinander, sodass es keine Wiederholungsgruppen mehr gibt und jedes Attribut, jeder Attributwert atomar ist, also nicht weiter in sich gegliedert werden kann. Ein gutes Beispiel für ein nicht atomisiertes Attribut ist die Adresse. Ja, ganz häufig findet man ein Feld, das lautet Adresse, und da steht dann die Postleitzahl drin, da steht die Stadt drin, da steht die Straße drin und die Hausnummer. Das sind mindestens mal 3, wenn nicht sogar 4 einzelne Attribute. Das heißt, ich müsste diese Werte auch hier auseinanderziehen. Ja, die Daten müssen also atomar sein. Und da ist auch schon direkt die Bedingung für die erste Normalform. Erstens, es gibt keine Wiederholungsgruppen mehr und alle Werte in den Relationen sind atomar. Es darf also keine Zellen geben, keine Datenzellen, in denen mehr als ein Datum letztlich drinsteht. Übung 3. Öffnen Sie die Datenbank Books 02. Jetzt gehen wir also auf eine andere Datenbank und wollen uns hier mal anschauen, welche Bücher es im Genre Fiction Fantasy gibt. Das ist die Aufgabe, die wir hier haben. Und dazu gehe ich natürlich auch wieder in meine Datenbank rein und öffne einmal die Books 02. Nee, das möchte ich nicht speichern. Wieder in die SQL-Query rein. Also select Stern from. Einmal kurz eine Übersicht geben. Was haben wir hier drin? Wir haben auch wieder nur die Books-Tabelle. Aber dieses Mal, ich gucke mal hier in das Genre, Sie sehen, hier steht dieses Mal immer nur ein einziger Wert drin. Das heißt, die Daten sind atomar. Und die Wiederholungsgruppen werden auch vermieden. Das heißt, wir sind hier in der ersten Normalform. Ja, die Books 02 Datenbank ist in die erste Normalform transferiert worden. Wir haben also normalisierte Daten in der ersten Normalform hier vorliegen, die wir jetzt hier analysieren können. Und die Frage war, welche Bücher sind im Genre Fiction Fantasy veröffentlicht worden? Das ist ein Stern oder Titel. Titel from Books. Where Genre gleich Fiction Fantasy. Ja, so ein Doppelpunkt ist, glaube ich, noch dazwischen. Ja, genau, hier haben wir es dann. Ne? Das sind dann 13 Zeilen, die hier in Summe wiedergegeben werden. Alle Bücher, die im Genre Fiction Fantasy veröffentlicht worden sind. Das funktioniert jetzt also. Ja, das heißt also, hier kriege ich es über ein Gleich-Statement hin, also ich brauche nicht mehr mit Like zu arbeiten, weil ich ja weiß, die Daten sind atomar, liegen in einer atomaren Form in der Datenbank vor. Das heißt, ich kann mich darauf verlassen, dass es hier keine Wiederholungsgruppen gibt, und damit kann ich hier auch mit einem Gleichoperator arbeiten. Ich brauche nicht mehr mit Like zu arbeiten, um irgendwie Textstrings auseinander zu friemeln, sondern kann hier mit dem Gleichheitsoperator arbeiten. Zweite Frage. Ändern Sie das Genre des Buchs Ben-Hur, A Tale of the Crist, in Fiction Historical. Okay, gucken wir uns das mal an. Wo haben wir Ben-Hur? Ja, Ben-Hur, müssen wir gerade mal gucken. A Tale of the Crist. Ja, genau. Und da ist natürlich erstmal interessant. Wir haben hier zwei Datensätze, die hier angesprochen werden. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich gehe auf den Titel, also ich sage jetzt nur, ändere mir das Buch mit dem entsprechenden Titel, dann würde er mir diese beiden Datensätze wiedergeben. Ja, das machen wir jetzt mal. Also wenn ich nicht über die ID gehe, sondern ich gehe direkt über den Text, das heißt, Update Books set Genre gleich, das muss ich gerade nochmal eben spicken, Fiction Historical soll das sein. Fiction Doppelpunkt Historical.
Where, jetzt kommt der Titel, ist gleich Ben-Hur, A Tale of the Crist. Das ist das, was in der Aufgabenstellung drin steht. Die Bedingung, Titel gleich Ben-Hur, A Tale of the Crist, liefert uns zwei Datensätze zurück. Nämlich genau, wo haben wir es? Da unten. Den Datensatz mit der ID 22 und hier unten sogar nochmal mit der ID 22. Ja, das ist an der Stelle schon mal schwierig, weil wir haben die gleiche ID hier unten. Das ist also als Primärschlüssel wäre das hier erstmal schon mal so nicht geeignet. Also wir gehen hier hin und würden jetzt diese Änderung hier durchführen. So, SQL, da bin ich, da bin ich, so. Okay, Unique Constraint ist hier verletzt. Jetzt gerade mal eben gucken, was hier passiert ist. Genau, das ist das Problem, was ich eben beschrieben habe. Wir sehen einen Unique Constraint. Das heißt, an dieser Stelle ist die Eindeutigkeitseigenschaft des Primärschlüssels verletzt worden. Das heißt, wir kommen hier gar nicht mehr weiter. Wir können den gar nicht so ohne weiteres updaten, weil hier zweimal der gleiche Primärschlüssel verwendet worden ist. Das haben wir hier gesehen. Auf Book-ID ist der Primärschlüssel. Das sehen wir hier in der Datenbankstruktur. Ja, Book-ID und der Primärschlüssel liegt eben auf der, der Book-ID und dem Genre in Kombination, also Book-ID und Genre sind hier der Primärschlüssel und wenn ich das jetzt verändern möchte, dann knallt das logischerweise, weil ich hier keine Eindeutigkeit mehr habe. Ja? Man sieht hier sehr schön ein zusammengesetzter Primärschlüssel aus zwei Attributen, das hatten wir bei der M-zu-N-Beziehung schon sehr häufig diskutiert. Das heißt also sowohl die Book-ID als auch das Genre in Kombination identifizieren einen Datensatz eindeutig. Ja, schauen wir uns das mal in den Daten selber an. Wir haben die Book-ID, das wäre die 22. 22 alleine reicht nicht aus, um einen Datensatz zu identifizieren. Ich brauche noch das Genre dazu. Nur wenn ich die 22 und das Genre kenne, kann ich diesen Datensatz komplett eindeutig identifizieren. Nur die ID reicht hier nicht aus, weil man sieht hier, die ID 22 kommt eben zweimal vor. Deswegen brauche ich einen zweiten Teilschlüssel, in dem Fall das Genre, um hier das Ganze zu verwenden. Und wenn ich jetzt aber diesen zweiten Teilschlüssel verändern möchte, dann bekomme ich eben ein Problem mit den sogenannten Teilschlüsselabhängigkeiten. Da Genre ein Teil des Schlüssels ist, darf ich natürlich, Unveränderlichkeitseigenschaft von Primärschlüsseln, dieses Attribut, diesen Attributwert nicht verändern. Das ist nicht möglich. Und genau das führt dazu, dass ich in meinem Datenbankbrowser diese Fehlermeldung des Unique Constraints hier bekomme. Ja? Also, funktioniert so ohne weiteres nicht. Das Einzige, was man machen könnte, wobei auch das geht nicht, nee, da kommt man, wenn man die Primärschlüsseleigenschaft ernst nimmt, kommt man hier an der Stelle nicht dran. Ja? Dann schauen wir uns das Buch Angels and Demons einmal an. Auf den Wert Fiction und Thriller soll das jetzt gesetzt werden. Oh, das ist natürlich eine besondere Herausforderung. Schauen wir uns Angels and Demons einmal in der Büchertabelle an. Da, das kommt erstmal nur einmal vor, das ist schon mal gut. Jetzt habe ich einmal diesen Datensatz hier, okay, jetzt müsste ich einmal diesen Datensatz hier aktualisieren. Das Buch ist die ID 43. Also, Update Books, Genre soll gesetzt werden auf, ich muss nochmal ganz kurz reingucken, Fiction und Thriller. Das heißt, wir nehmen jetzt erstmal nur Fiction. So, also setze Genre auf Fiction. Mal gucken, ob das funktioniert. Und zwar where Book ID gleich. Mal gerade nochmal gucken, was hatten wir dort? Die 43. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Ja, das hat funktioniert. Ja, das heißt also, hier habe ich jetzt das Genre Fiction. Und weil die Buch-ID 43 und Fiction immer noch eindeutig sind, kann ich diese Transaktion noch ausführen.
Wenn ich jetzt hier nochmal einen Datensatz einfügen möchte mit der Book-ID 43 und dem Genre Fiction, würde ich wieder die Unique Constraint Fehlermeldung bekommen, weil ich eben nicht zwei Datensätze mit dem gleichen Primärschlüssel, auch wenn es ein zusammengesetzter Primärschlüssel ist, hier einsetzen darf. Das geht also so ohne weiteres nicht. Okay, also wir haben den ersten Teil ausgeführt der Aufgabe. Der zweite Teil war aber auch, dass das Genre Thriller sein muss. Das ist schon etwas schwieriger, weil wir ja in der ersten Normalform sind. Also wir können jetzt nicht einfach hingehen und das Genre mit Komma noch erweitern, so wie in der nullten bzw. in einer nicht normalisierten Tabelle. Da könnte man jetzt einfach sagen, Fiction, Komma, Thriller wäre einfach. In der ersten Normalform geht das leider blöderweise nicht. Da muss ich, und da habe ich keine andere Chance, einen neuen Datensatz hinzufügen. Ja, das heißt also, das speichere ich mir hier mal ab. Ich mache mal eine neue SQL-Abfrage. Insert into Books. Values. So. Ich mache mal die ID 100 nochmal oder 101. Ich glaube, 100 hatten wir eben schon. Jetzt muss ich alle Attribute, die ich hier habe, also den Titel, den Autornamen, den Autor-First-Namen, Genre und Copy-Sold, nacheinander hier aufführen, um den neuen Datensatz einzufügen. Also Titel hatten wir hier, den kopiere ich mir hier raus, Angels and Demons von Dan Brown. Und danach habe ich das Genre und Copies Sold. Copies Sold sind 39 Millionen. Genre ist jetzt Thriller. Und Copies Sold waren 39 Millionen. So, das führen wir einmal aus. Gucken in die Daten rein. Und jetzt habe ich eben einen zweiten Datensatz mit Angels and Demons und dann eben unter dem Genre Thriller gespeichert. Sie sehen, das ist wahnsinnig aufwendig und es ist auch fehlerlastig. Also ich will nicht ausschließen, dass man natürlich beim Übertragen der Daten, gerade wenn man es eben manuell macht hier, auch noch Fehler einbaut. Das heißt, das führt zu massivem Aufwand, dass ich diese Datenredundanz hier entsprechend habe und dass ich vor allen Dingen auch Teilschlüsselabhängigkeiten hier in diesen Daten drin habe. Genau damit beschäftigt sich die zweite Normalform. Die zweite Normalform befasst sich damit, Fremd- und Teilschlüsselabhängigkeiten, nicht Fremdschlüssel, sondern Teilschlüsselabhängigkeiten in den Daten zu reduzieren, weil wir hier Abhängigkeiten haben. Wir gehen nochmal auf das Rezensentenbeispiel. Wie gesagt, etwas anderes Beispiel als das in unserer Datenbank, aber gleiche Logik ein. Wir haben hier eine Abhängigkeit, dass die Note, die ein Rezensent für ein Buch vergibt, natürlich vom Rezensenten und vom Buch abhängt. Ja? Genauso wie der Titel von der Buchnummer abhängt, der Autorname von der Buchnummer und der Autorvorname auch von der Buchnummer letztlich abhängig ist. Also wir haben hier Teilschlüsselabhängigkeiten. Man sieht hier, ich habe hier einen zusammengesetzten Primärschlüssel, das heißt, einen Datensatz kann ich eindeutig identifizieren, indem ich die Rezensentennummer und die Buchnummer kenne. Also B1 und Rezensent 1, damit kann ich einen Datensatz komplett identifizieren. Das würde nicht gehen, wenn ich nur die Buchnummer hätte. Man sieht ja hier, B1 kommt zweimal vor, B3 kommt dreimal sogar vor, B4 kommt auch zweimal vor. Also nur die Buchnummer alleine als Primärschlüssel würde nicht funktionieren. Aber in Kombination mit der Rezensentennummer, zwei Attribute, die den Primärschlüssel stellen, funktioniert das Ganze. Und das ist genau der entscheidende Punkt. Momentan ist das noch in einer Tabelle. Bei uns ist das Genre, also in unserer Datenbank haben wir das Genre und die Book-ID als Primärschlüssel. Also Genre und Book-ID sind bei uns die zusammengesetzten Primärschlüssel. Und das muss in der zweiten Normalform auseinandergezogen werden. Das ist nämlich die Lösung. Wir zergliedern die Relationen so, dass wir alle Nichtschlüsselattribute vollständig vom Primärschlüssel abhängig machen. Ja, das heißt, es gibt nur noch einen Primärschlüssel und alle weiteren Attribute hängen von diesem Primärschlüssel dann primär ab. Ja, also gucken wir uns das hier an. Titel hängt vom Buch ab, Autor hängt vom Buch ab, Autorvorname hängt vom Buch ab, der Rezensentenname hängt vom Rezensenten ab. Und jetzt, das ist natürlich etwas, wo man etwas mehr Übung auch für braucht, hier zu erkennen, dass es sich um eine M-zu-N-Relation handelt. Also ein Buch
wird von mehreren Rezensenten bewertet. Umgekehrt, ein Rezensent bewertet mehrere Bücher mit einer bestimmten Note. Ja, das natürlich zu erkennen, da braucht man auch ein bisschen Übung für. Deswegen wollen wir das auch mit Ihnen gemeinsam in den kommenden Wochen auch nochmal weiter üben und weiter vertiefen. Aber wenn man sich das hier an den Daten einmal anschaut, da sehen wir, wir haben einen und denselben Rezensenten, nämlich mit der Rezensenten Nummer 1, der Herr Müller oder die Frau Müller, die bewertet zwei Bücher, der Medikus und der Zinker. Umgekehrt, der Zinker, ja, zwei Bücher, werden von zwei unterschiedlichen Rezensenten bewertet, mit der Rezensenten Nummer 1 und 2. Das kann nur für eine M-zu-N-Relation sprechen, was wiederum nach unserem Relationenmodell dazu führt, dass eine eigene neue Relation hier gebildet wird. Eine Relation ist dann in der zweiten Normalform, wenn sie erstens schon in der ersten Normalform ist, das heißt, alle Eigenschaften der ersten Normalform müssen beibehalten werden, atomar, keine Wiederholungsgruppen, und wenn alle Attribute voll funktional von einem Primärschlüssel abhängen. Ja, das ist das, was hier wichtig ist. Und das schauen wir uns jetzt an, wenn wir in die nächste Übung reingehen. Die Übung 4 kümmert sich um die Buchs 03. Die Buchs 03 ist in dieser zweiten Normalform. Schauen wir uns das einmal in der Datenbank an. Ich öffne die Buchs 02. Gucke einmal in die Datenstruktur. Entschuldigung, die Buchs 03 war ich natürlich. Zweite Normalform, Buchs 03. So, jetzt sind wir richtig. Gucke in die Tabellenstruktur rein und ich sehe hier die Auflösung. Wir haben jetzt einmal eine Tabelle Bücher mit den Attributen, die wir hier vorfinden. Autorname, Copy, Sold, Title und die Book-ID. Dann haben wir eine Tabelle Genre, wo die Genres separat gespeichert werden. Und wir haben eine M-zu-N-Relation abbildende Tabelle Book-Genre. Hier kommen Book-ID und Genre-ID letztlich zusammen. Erste Aufgabe, welche Bücher gibt es im Genre Fiction? Ja, da muss ich wieder über Tabellengrenzen hinweggehen. Also Select, Title könnte man jetzt hier machen, From Books und Genre. Und Book-Genre brauche ich natürlich, weil ich über drei Tabellen weggehen muss. Where? Brauche ich erstmal das Genre. Where Genre gleich Fiction. And, jetzt muss ich wieder die Primär- und Fremdschlüsselverbindungen machen. Genre.genreID ist gleich Books. Punkt, ne, wo haben wir sie? Books, Book Genre. So, hier ist die richtige Tabelle. Punkt Genre-ID. And, noch eine zweite Bedingung, Books Genre, Book unterstrich Genre, Punkt Book ID, ja, das ist ja mein Fremdschlüssel, um auf die Büchertabelle zu kommen, ist dann Books Punkt Book ID. Ja, und damit bekomme ich genau diese beiden Treffer hier heraus. Zwei Datensätze, die mir hier angezeigt werden. Im Genre Fiction. Ich schaue einmal ganz kurz in den Chat. Es gibt keine Fragen bisher. Scheuen Sie sich nicht, Fragen zu stellen, wenn hier was unklar ist. Ne? Wie immer, die Aufforderung gilt natürlich für alle Vorlesungen. Okay, mit diesem Statement würden wir also an alle Bücher herankommen, die aus dem Genre Fiction letztlich kommen. Ändern Sie das Genre Historical Fiction in Fiction Historical. Okay, ist jetzt natürlich kein Problem mehr, weil alle Genres in einer Tabelle sauber drin stehen. Ja, das heißt, ich habe hier gar kein Problem mehr damit, Genres jetzt abzuändern, weil ich nur noch einen einzigen Wert abändern muss, weil das Einzige, was hier relevant ist, sind ja die Verknüpfungen. Das heißt, wenn ich jetzt hier Historical Fiction in Fiction Historical abändere, dann wird ja nur die Tabelle, es wird nur ein einziger Datensatz aktualisiert, nämlich in der Tabelle Genre. Und der Schlüssel, der Fremdschlüssel, der wird ja nicht berührt. Das heißt, dort, wo die Bücher auf G0013 verweisen als Fremdschlüssel, verweisen sie natürlich danach auch noch auf diesen entsprechenden Fremdschlüssel. Und das bedeutet, ich muss nur an einer einzigen Stelle hier eine Veränderung durchführen. Und es gilt sofort für alle, die auf diesen Datensatz, also auf den
Datensatz mit dem Primärschlüssel G0013 verweisen. Ja, also Historical Fiction soll abgeändert werden in Fiction Historical. Update. Die Tabelle Genre. Set Genre gleich. Ja, Fiction Historical. So. Und wo soll er das machen? Where Genre gleich Historical Fiction. Einmal ausprobiert. Eine Zeile aktualisiert. Schauen wir uns mal an, ob das auch wirklich stimmt. Da sind wir und wir haben jetzt eine Änderung durchgeführt. Und das Interessante ist, dieser Schlüssel G013, ja, den wir hier sehen, der ist eben nach wie vor noch hier drin. Das heißt, überall, wo wir hier bei dem Genre, bei der Genre-ID G0013, glaube ich, hatten wir, ne? Genau, G013 haben. Das ist in dem Fall nur ein einziges Buch, was betroffen ist. Aber hier brauche ich nichts mehr zu verändern. Egal, wie oft jetzt hier dieses Genre, das Genre G0013 auftaucht, ich brauche hier keine Veränderung mehr zu machen. Ich muss nur noch an einer einzigen Stelle den Update-Vorgang ausführen, also nur einen einzigen Datensatz aktualisieren. Und durch diese Beziehungen wird die Information, wenn man so will, an alle weiteren Tabellen dann weitergereicht. Nächste Frage. Genau, welche Bücher gibt es in diesem, also einmal ändern Sie das Genre in Fiction Historical, wäre das eine, und dann welche Bücher gibt es in diesem Genre? Da müsste ich dann noch einmal in die SQL-Abfrage gehen. Guck mal gerade hier, haben wir da hier noch was Schönes, was wir wiederverwenden können? Nee, leider nicht. Select Title. From, jetzt haben wir Books, dann haben wir Book Genre und wir haben Genre. Where, das erste ist Genre.GenreID, Genre, beziehungsweise Genre.Genre ist gleich Fiction Doppelpunkt, war das wirklich so? Ich muss mal gerade gucken, da hat das Fiction Doppelpunkt Historical. So. And jetzt muss ich wieder die Verknüpfungen machen. Genre.genre ID ist gleich Book.genre.genre ID and Book.genre.book ID ist gleich books.bookid. Einmal ausführen. Habe ich keinen Treffer, das kann nicht sein. Dann habe ich mich wahrscheinlich verschrieben. Dann gerade mal gucken. In der Tabelle Genre habe ich die 13 Fiction History. Ja, genau, ich habe es klein geschrieben, also hier habe ich es groß geschrieben. Man sieht also auch, key-sensitive ist das Ganze. Und dann haben wir es. Wir haben das Buch Ben-Hur hier gefunden. Okay, welche Genre haben die Bücher des Autors Tolkien, wäre die nächste Frage. Ja, gucken wir mal hier, welche Genre haben die Bücher des Autors Tolkien? Da muss ich jetzt an die Autorendatenbank dran, oder an die Autorentabelle. Und wir sehen, es gibt keine Autorentabelle, denn die Autoren sind ja in der Büchertabelle mit gespeichert. Also gehe ich hier erstmal nur an die Tabelle der Bücher dran. Select Genre from Book, Books, dann muss ich Book Genre und Genre brauche ich auch hier wieder an der Stelle, weil ich ja an die Genres letztlich dran bin. Die Frage ist ja, welche Genres haben die Bücher von Tolkien. Ne? Das heißt, ich muss letztlich bis an das Genre letztlich durchgehen, weil in der Tabelle, wenn ich jetzt einfach nur sage Select Genre from Book, würde das nicht gehen, weil ich ja hier keine Verbindung habe letztlich. Ne? Ich habe hier ja nur die Book-ID und dann habe ich die M-zu-N-Relation und da muss ich letztlich dann
dann hin. Ich will aber den Titel aus der Tabelle der Bücher herausbekommen. Also Select Genre from Books, Book Genre und Genre. Und jetzt könnte ich mir, glaube ich, ein bisschen Arbeit sparen, weil der letzte Rest ist im Prinzip wieder identisch oder fast identisch. Und jetzt muss ich hier natürlich schauen, dass der Titel passt, beziehungsweise der Autor. Name ist gleich Tolkien. So, Genre-ID wird verknüpft mit Book-Genre und Book-Genre wird mit Books verknüpft. Genau, und da haben wir es, Fiction-Fantasy momentan. Beide Bücher Fiction-Fantasy. Das Ganze noch mit Distinct, dann ist es noch ein bisschen schöner. Na, aber man muss auch richtig schreiben, sonst funktioniert es nicht. So, jetzt haben wir es, genau. Fiction-Fantasy ist hier das Ergebnis dieser Anfrage. So, ändern Sie den Vornamen des Autors Tolkien auf John R.R. Was passiert jetzt? Nun, wenn ich mir die Daten angucke, dann stelle ich fest, dass Tolkien natürlich hier auch mehrfach drin steht. Ne? Wir haben einmal hier die Zeile 4 und einmal die Zeile 1. Was passiert also, wenn ich das hier machen möchte? Ich muss beide Datensätze hier updaten. Ja, das heißt also, ich muss zwei Tabellenzeilen hier updaten und das ist natürlich nicht mehr ganz so einfach. Update Books, ja, Set nicht First Value, nee, Author First Name auf John RR. Und wo mache ich das? Naja, wo der Author Last Name gleich Tolkien ist. So, was passiert? Zwei Datenzeilen sind hier betroffen. Na, was ist hier passiert? Genau diese beiden Datensätze sind hier aktualisiert worden. Wenn jetzt ich muss hier auch wieder an mehrere Datensätze drangehen. Es kann aber auch sein, dass hier sogar mehrere Autoren einfach Tolkien heißen, aber eben unterschiedliche Personen sind. Stellen wir uns vor, der Nachname wäre nicht Tolkien, sondern Müller und wir wären im deutschsprachigen Bereich, dann kann man sich vorstellen, es gibt sehr viele Autoren, die einen Nachnamen Müller haben. Das heißt, ich kann hier gar nicht mehr genau einen richtigen Datensatz identifizieren. Ja, wenn jetzt noch jemand Drittes hier dabei wäre, der auch Tolkien heißt, der aber eine andere Person ist, würde der hier trotzdem mit John R.R. als Vornamen letztlich überschrieben werden. Das ist auch äußerst unschön und kann zu massiven Problemen führen. Wenn man sich das in unserer zweiten Datenbank einmal anschaut, da haben wir auch wieder die Autoren, Autorname, Autorvorname und hier gibt es eben eine weitere Beziehung. Ja, der Autorvorname hängt, wenn man so will, vom Autornachnamen ab. Ja, also in der Relation Bücher ist der Vorname streng genommen vom Namen auch mit abhängig. Und das nennt man im Datenbankjargon eine transitive Abhängigkeit. Das heißt, der Vorname hängt vom Nachnamen ab, der Nachname, den kriege ich heraus, wenn ich die Buch-ID kenne. Also eine transitive Abhängigkeit und damit eine indirekte Abhängigkeit vom Primärschlüssel. Und die dritte und für uns letzte Normalform, die sorgt dafür, dass diese transitiven Abhängigkeiten auch vermieden werden. Ja, also weitere Zerlegung der betreffenden Relation. Und zwar die transitiven Abhängigkeiten sollen jetzt rausgezogen werden. Das heißt für uns, die Autoren werden rausgezogen, als eigenständige Relation aufgebaut und mit einem eigenen Primärschlüssel versehen, der dann als Fremdschlüssel in die in dem Fall Büchertabelle mit eingeführt wird. Eine Relation ist dann in der dritten Normalform, wenn sie erstens auch in der zweiten Normalform ist. Das heißt, die erste Normalform muss zutreffen und die zweite Normalform auch, also keine Teilschlüsselabhängigkeiten mehr. Und wenn kein Attribut mehr transitiv, also über ein anderes Attribut, vom Primärschlüssel abhängig ist. Ja? Keine transitiven Abhängigkeiten mehr und bereits in der zweiten Normalform, dann bin ich auch in der dritten Normalform. Und genau das sehen wir, wenn wir die letzte Datenbank uns anschauen. Also wenn ich in die Books 04 reingehe, die wir jetzt ja auch schon kennengelernt haben in der Einheit SQL. Wenn ich die Books 04 aufmache, dann sehen wir,
dass die Daten in der dritten Normalform angekommen sind. Ich habe also eine eigene Autorentabelle, Books Genre für die M-zu-N-Relation zwischen Büchern und Genre und Books und Genre eben als eigenständige Relation. Frage dazu, welche Bücher hat der Autor Eco geschrieben? Ah, okay, das kriege ich jetzt relativ leicht heraus, indem ich sage, select title from books und authors natürlich, logischerweise. Where author name, ah, ich weiß nicht, ist der, ich hoffe, es ist der Nachname, müssen wir gleich mal gucken, ist Echo. Und jetzt muss ich natürlich die Autorentabelle mit der Büchertabelle wieder zusammenbringen. Authors.authorid. Ist gleich Books. Unterstrich-ID. Genau, dann haben wir hier das Buch, was der Autor mit dem Namen Echo geschrieben hat. Ne? Wir haben eine 1-zu-N-Beziehung zwischen Büchern und Autoren. Das heißt, wir müssen hier wieder den Schritt gehen und über diese beiden Tabellen mit den primären Fremdschlüsselbeziehungen entsprechend das Ganze zusammenbringen. Ändern Sie den Vornamen des Autors Tolkien auf John R.R. ab. Das wird jetzt ganz einfach möglich sein. Das würde ich jetzt nicht mehr weiter durchgehen. Ne? Sie sehen, wenn man sich die Tabelle der Autoren anschaut, dann kann ich jetzt eben, es gibt nur noch einen einzigen Eintrag für Tolkien und wenn ich den jetzt hier abändere, dann hätte sich das auch an der Stelle erledigt. Das spare ich mir jetzt, weil uns die Zeit so ein wenig wegrennt. Mir ist wichtiger, auf das Letzte nochmal einzugehen, weil das tatsächlich etwas ist, was für uns ganz von großer Bedeutung ist und gerade auch für Sie als diejenigen, die später die Fachanforderungen schreiben werden. Fügen Sie dem Buch The Hobbit den Autor Tolstoi hinzu. Also tun wir mal so, als würde The Hobbit von zwei Autoren geschrieben worden sein. Schauen wir uns dazu mal die Daten an, wie wir das hinkriegen können. Okay, also Tolstoi habe ich, glaube ich, hier. Tolstoi habe ich hier, das ist A37 mit der ID. Aber jetzt schaue ich mir mal die Büchertabelle an. Da habe ich die Autoren-ID und die Autoren-ID, die ist ja, wir haben ja gelernt, erste Normalform, immer atomar. Das heißt, ich kann jetzt hier nicht einfach mit einem Komma einen zweiten Autor hinsetzen. Das funktioniert also nicht. Wenn ich das umsetzen möchte, einen zweiten Autor hier hinzuzufügen, bin ich unweigerlich gezwungen, eine weitere Tabelle mit aufzubauen. Und da sind wir an einem ganz entscheidenden Punkt in der Vorlesung auch angekommen. Wenn Sie in der Fachkonzeption, das gilt für die Prozessmodelle genauso wie auch für die Datenmodelle, wenn Sie in der Fachkonzeption einen Denkfehler machen, hat das gravierende Auswirkungen auf die spätere Implementierung und führt vor allen Dingen auch zu hohen Kosten. Schauen wir uns das Datenmodell an. Das ist das initiale Modell, was von der Fachlichkeit, also später potenziell von Ihnen, entwickelt wird. Nehmen wir an, Sie haben dieses Datenmodell hier entwickelt und sind davon ausgegangen, dass ein Buch immer nur einen Autor haben kann. Und jetzt kommt später die Anforderung, hey, bitte füge mal einen zweiten Autor zu der Tabelle Bücher oder zu einem bestimmten Buch dazu. Dann wird man feststellen, dass das nicht funktioniert. Mit diesem Datenmodell kann ich keine zwei oder mehr Autoren zu einem Buch zuordnen. Das funktioniert schlicht und ergreifend nicht. Ich muss hier dieses Datenmodell ändern in eine M-zu-N-Relation und M-zu-N-Relation bedeutet, ich brauche eine weitere Tabelle. Das können Sie zu Hause, wenn Sie möchten, mal ausprobieren, wie das funktioniert. Auf jeden Fall sollten Sie gucken, dass Sie hier den Zusammenhang zwischen der Fachkonzeption und dem Datenmodell und der späteren Umsetzung auch verstanden haben. Okay, für heute bin ich damit durch. Ich glaube, das war eine sehr, sehr fordernde Session für Sie. Deswegen an der Stelle der Hinweis und die dringende Empfehlung, sich das zu Hause nochmal anzuschauen und nochmal nachzuvollziehen. Probieren Sie das aus mit den Datenbanken, die wir Ihnen zur Verfügung stellen.
Versuchen Sie selber mal vielleicht eigene Tabellen sogar anzulegen, eine eigene Datenbank aufzubauen und das nachzuvollziehen, wie dieses Modell, wie das Datenmodell sich später auswirkt und wie sich auch die unterschiedlichen Normalisierungsformen, also die Normalformen letztlich anfühlen, in Anführungszeichen, beziehungsweise was möglich ist mit den einzelnen Normalformen und was eben nicht möglich ist mit den Normalformen. Nächste Stunde gucken wir uns die restlichen Folien dazu nochmal an. Wir werden nochmal die Normalform im Detail durchgehen und ich erkläre Ihnen auch nochmal oder wir werden mit Ihnen gemeinsam auch nochmal das eine oder andere Übungsbeispiel durchgehen, um das vielleicht nochmal etwas weiter zu verinnerlichen. Nächste Woche Montag, Feiertag, 1. Juni, ist keine Vorlesung. Wir sehen uns also nächste Woche Dienstag wieder, dann wieder zur gewohnten Zeit um 11:45 Uhr. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis dahin.